an vielen Orten, die für Wohnmobilfahrer wie ein Magnet wirken, stehen Wohnmobilstellplätze zur Verfügung, aber manchmal sind es nicht genug, wie in diesem Fall. Dennoch haben wir keine Parkprobleme gehabt, konnten alles sehen und zeigen euch das in diesem Video. Herzlich willkommen zu diesem Video aus Fatima. Morgen wieder mal. Hallo. Also wir haben eine etwas abenteuerliche Fahrt hinter uns gebracht. Wir sind mittlerweile in Fatima. Wir sind wieder mautfrei gefahren. Wie immer halt. Ja, aber wir müssen eins sagen, ob sich das lohnt, das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, wie hoch die Maut ist. Also wir fahren gern mautfrei, weil wir auch gern immer Landstraße fahren. Man sieht einfach mehr als nur Autobahn. Und für uns ist ja die Fahrt auch ein Erlebnis. Auf jeden Fall, ja. Aber die Ersparnis ist natürlich ein netter Nebeneffekt dabei. Wie viel man sich da spart, das weiß ich nicht. Ich sag mal, gelohnt hat sich's nicht. Denn das, was wir uns an Maut eventuell gespart haben, das geben wir dafür für unsere Stoßdämpfer aus, denn die brauchen wir neu. Ja, also die Straßen hier in Portugal, die könnten mal etwas erneuert werden. Ja. Sagen wir das irgendwie diplomatisch. Oder? Also wenn Lissabon die Formel 1 Wettbewerbe abgenommen bekommt, dann kann ich mir das vorstellen, bei diesen Pisten kann keine Formel 1 fahren. Und der Gustl tut sich auch schon schwer. Ja, ja, also es waren zum Teil schon ganz schön große Schlaglöcher, ja, also, das muss man sagen. Aber so war die Fahrt ganz toll. Wir haben zwar doppelt so lang gebraucht wie mit der Autobahn. Ja, aber das macht ja nichts, wir haben ja Zeit. Genau, und jetzt eben stehen wir in Fatima. Da sind wir gestern Abend, also gestern am Nachmittag schon angekommen. Und hier hat es unheimlich viele Parkplätze. Und es sind auch schon einige Womos da. Viele sind sogar schon wieder abgereist. Ja, und man wird hier mit Glockenspiel überhäuft und es kommt zur vollen Stunde ein Lied. Das spielen wir euch jetzt dann nochmal ein. Wir müssen es noch aufnehmen und dann spielen wir es euch ein und sind gespannt, ob ihr das erratet. Wir haben es bis jetzt noch nicht rausgefunden. Wir kennen das Lied. Auf jeden Fall. Oder aber die Melodie. Fällt, ja, die Melodie ist sofort. Ich komme sofort mit. Summen. Aber Schlagen. Nein, das war ja. Ja, also ich habe mitgesummt zu dem Glockenspiel auf jeden Fall. Aber mir fällt der Text einfach nicht ein. Also, vielleicht wisst ihr. Jawohl. Zur Maria gehen wir jetzt und da sagen wir euch dann noch was dazu, was es damit auf sich hat. Ja, genau, da also, gehen wir jetzt wird hin. Interessant. Ja. Auch für uns. Ja, logisch, klar, war ja noch nie hier, also auch Neuland. Ursi, gibt es sowas zu sagen? Doch, ich war schon mal hier vor fast 40 Jahren und da ist mir eine Episode total im Gedächtnis und zwar sind da die Gläubigen oder die Buße machen oder wie man das jetzt sagen will, auf den Knien über diesen großen Platz gerutscht. Oder immer weiter vorwärts. Und da bin ich jetzt gespannt, ob man da auch noch irgendjemanden sieht, der noch so irgendetwas macht. Übrigens gibt es auch einen Wohnmobilstellplatz da. Und das sind allerdings nur für 6 oder 7 Fahrzeuge. Wir stehen hier aber um die 20 Wohnmobile. Die sind in den ganzen BKW-Parkplätzen verteilt. Und ein nerviger Wohnmobilfreund ist auch wieder dabei. Da läuft schon seit einer halben Stunde der Motor. Ich weiß jetzt nicht, warum viele den Motor einfach laufen lassen, bevor sie abfahren. Ich denke, weil seine Scheibe beschlagen sind. Und bevor sie die Scheibe trocken machen, lassen sie einfach das Gebläse laufen. Ja, das ist ja die ganze Umgebung, ja. Aber so sind es halt. Wir gehen weiter, ja? Also, ja, los wir geht's. Gehen jetzt runter zur Basilika. Genau. Also der Platz hier ist doppelt so groß wie der Petersplatz in Rom. Ja, genau. Mhm. Und es ist irre, da stehen sich Leute an, wir wissen nicht für was, da schauen wir jetzt.
Seit heute Morgen um 7 Uhr geht es hier permanente Glockenschlag. Aber dieses Glockenspiel, was wir jetzt gerade aufgenommen haben, wenn es funktioniert hat, das kommt alle volle Stunde. Da stehen die Leute an. Wir wissen nicht für was. Und einige Gläubige, die gehen auf den Knien dahin. Also vielleicht ist da die Krone gestanden. Wir schauen dann auf jeden Fall mal hin, was da los ist. Heute ist natürlich Sonntag, das ist, passt wieder wunderbar, weil da ist natürlich wahrscheinlich am meisten los. Ja, aber wie wolltest du jetzt noch was zu Fatima sagen? Ja, genau. Das war 1917, also ein Jahr vor Ende des Ersten Weltkriegs. Da ist die Mutter Gottes wohl drei Mädchen erschienen. Nein. Sechsmal insgesamt, zwei Sechsmal. Mädchen und einem Junge. Und diese Lucia, das ist diejenige, die anscheinend mit der Mutter Gottes sprechen konnte. Ja, und die ist auch ins Kloster gegangen, die ist das Einzige, die sie überlebt hat. Die ist 95 Jahre alt geworden, 2005 ist sie gestorben, ja. Oder 97 Jahre. Und die anderen sind relativ früh gestorben. Ja, die sind am Fieber gestorben. Mhm. Und 1944 hat die dann einiges vorhergesagt, also angeblich das Papstattentat. Aber alles natürlich so verklausuliert. Ja, drei Aussagen gibt es, die sind jetzt alle veröffentlicht mittlerweile. Ursprünglich hatte der Vatikan eine Aussage der Mutter Gottes zurückgehalten, weil sie so schrecklich ist. Aber mittlerweile sind wohl alle offengelegt und es ist alles sehr interpretationsfähig. Zum Beispiel sagen sie voraus, also mit den Russen, also dass sie sich mit den Russen schon so beschäftigt haben, das wundert mich sehr. Denn 1917 waren ja die Russen noch gar nicht so präsent in Europa, für Portugal, ja. Aber mit den Russen, also die spielen ja eine ganz große Rolle, dass die Länder einnehmen, was ja im Moment passiert. Ja. Und irgendwann sagt die Mutter Gottes jedoch, dass die Russen abkehren und sich Gott zuwenden werden. Dann sind wir mal gespannt, ob da eine Umkehr stattfindet, ob wir das noch erleben oder erst unsere nächsten Generationen. Naja, hoffen wir es, oder? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Positiv, und von daher, wir denken jetzt positiv und es wird hoffentlich alles gut werden. Also die Prophezeiungen lassen sich alle nachlesen und es ist, wie gesagt, immer sehr verklausuliert wie Nostradamus. Da kann man alles und nichts hineininterpretieren. Und, ist halt alles eine Glaubenssache. Und ja. Also auf jeden Fall, der Papst hat hier dran geglaubt, an die Vorhersage. Es gab ja, welcher war denn das? Der Johannes Paul II., der mit dem Attentat. Der hat es ja überlebt und war dann, glaube ich, sogar zweimal hier in Fatima. Ja, weil er eben gesagt hat, der Mutter Gottes von Fatima hat er sein Leben verdankt, aber das waren eigentlich die Leibwächter. Und der schlechte Schütze wahrscheinlich. Aber gut, ich meine, jeder hat seinen Glauben, das ist ganz klar. Und auf jeden Fall ist hier das alles immer sehr interessant anzuschauen. Ja. Wir werden auch schauen, dass wir noch in die Kirche reinkommen. Und auch da, wo die Leute anstehen, aber die stehen immer, die Schlange wird immer länger. Also jetzt schauen wir nochmal den stundenlang so. Also es gibt hier tatsächlich Gläubige, die hier noch auf den Knien über entlangrutschen. Ja. Also das, ich weiß nicht, was man da für Sünde machen muss, dass man so etwas auf sich nimmt. Und ja, alles, wie gesagt, eine Glaubenssache. Ja, und jeder Mensch hat einen anderen Glauben, das ist ja so. Und das ist ja okay so, natürlich. Jawohl, er hat alles seine Berechtigung. Mhm. Ich auch, ja. Ja, auf jeden Fall schauen wir uns jetzt hier noch ein bisschen um. Und ja, und wer in die Stadt kommt, einfach mit. Genau. Thank you.
wird hier offensichtlich die Rolle etwas modern nachgebaut und da stehen sie alle mit Kerzen in der Hand an und die werden dann da angezündet, an dem Feuer wohl, und dann bleiben die in der Rolle. Auf jeden Fall gehen sie wieder ohne Kerze raus, weiß ich, oder? Ja klar, die werden ja gespendet. Ja. Und teilweise haben sie auch Pilgerstäbe dabei, also nicht solche wie ich, sondern echte. Ja. Also es ist wirklich ein Ort für Christen, kann man so sagen, also für gläubige Christen. Da sieht man jetzt auch hier die ganzen Kerzen, wie sie da brennen. Ja, also ist schon ein besonderer Ort, muss man sagen. Ja. Dass so viele Leute magisch anzieht. Also die langen Stäbe, die sind wohl keine Pilgerstäbe, sondern das sind auch Kerzen. Das war besonders lange. Ja, was da passiert mit den Kerzen, das ist mir jetzt schleierhaft, aber wir können es leider nicht lösen. Die Leute zünden die Kerzen an, stellen sie rein und gehen ohne Kerze wieder raus. Was soll das mit den langen Kerzen? Ach, der schmeißt die rein. Ja, die werden da reinschmissen. In den Container. Rosi, was sagst du? Ja, also die lange Kerze werden nach dem Anzünden reinschmissen. Aber die kürzere, die werden hergestellt. Ja, die werden. Gehen die Leute ohne Kerze wieder raus. Mhm. Und ob die jetzt dabei beten oder nicht, das kann ich jetzt so nicht erkennen. Wir wissen jetzt den Sinn der Sache nicht. Vielleicht weiß es ja jemand von euch, dann wäre es interessant für uns. Bist du weg? Also muss nur einmal jemand sagen, die Kirche reformiert sich nicht, Ursi. Hä? Da gibt es nämlich auch die elektronische Variante. Ja, aber mir gefällt die mit den Wachskerzen natürlich viel besser. Wir kommen wieder ins Mittelalter zurück. Wenn das Geld im Beutel klingt, verzeiht dir Jesus jede Sünd. Ah, okay. Ja, das ist typisch Kirche. Jetzt haben wir offensichtlich die Krone gefunden. Also da steht zumindest die Mutter Gottes und da sitzen ein Haufen Menschen. Das scheint mir hier der Ort des Geschehens zu sein. Ossi, was sagst du? Möglich. Gut. Also, Ossi denkt das Gleiche wie ich. Also das vordere Grab ist von der Jakinda, das war die Jüngste, die ist relativ schnell gestorben und hinten ist die Lucia, die ist 2005 97-jährig gestorben und hat als Nonne gelebt. Ja, stimmt. Und da haben wir nochmal einen Altar. Das ist wie wenn im Petersdom der Papst eine Messe hält am Petersplatz. Und so ist es hier in doppelter Dimension. Oh,
sieht so aus, ja. Und jetzt gehen wir noch zu der Kapelle, wo an die Erscheinung stattgefunden haben soll. Ja. An diesem Ort hier soll die Erscheinung der Maria stattgefunden haben. Das ist jetzt die Kapelle. Und wie ihr vielleicht erkennen könnt, es läuft gerade eine Gläubige, oder vielmehr sie rutscht auf den Knien um die Kapelle herum. Wir haben euch ja vorhin die Schlange gezeigt vor der Kapelle, wo die Leute mit den Kerzen anstehen. Die ist jetzt noch viel größer geworden. Jetzt geht es ja schon bis ganz drauf. Und der Weg, wo die Gläubigen hinrutschen auf Knien, ist auch ordentlich frequentiert. Ja, ich bin erstaunt, dass es tatsächlich immer noch existent ist, ja? Dass es die Gläubigen immer noch machen. Ja, mich hat es auch mit den Kerzen gewundert, was es damit auf sich hat, dass die Leute da mit Kerzen herkommen. Jeder hat 3-4 Kerzen in der Hand und manche haben die langen, die sie reinschmeißen. Also wir haben da keinen Grund für die Symbolik gefunden, aber wenn vielleicht jemand dabei ist von euch, der sich da auskennt, würden wir uns freuen, wenn ihr uns da aufklären würdet. Ja, klar, logisch. Ja, so gut katholisch sind wir halt doch nicht, dass wir das alles genau wissen. Wir sind katholisch getauft, wir sind konfirmiert, wir sind firmiert, aber das Leben hat uns etwas weltlicher werden lassen. So kann man es auch ausdrücken, ja. Die Religiosität hat etwas nachgelassen. Im Laufe der Jahrzehnte. Ja. Und die Weltlichkeit hat etwas zugenommen bei uns beiden. Aber dennoch ist das hier alles hochinteressant anzuschauen. Absolut, absolut. Also keine Frage. Ja. Ja, und sollte man vielleicht doch einmal gesehen haben. Unbedingt. Ja. Also der Unterschied zwischen Maultaschen und zwischen den Kerzen hier in Fatima, was ist der? Für die Maultaschen sagt man Herrgottsbescheißerle. Ja. Das ist aber eine eigene Geschichte, die kann mit Kloster Maulbrunn zu tun. Und hier bescheißt man den Herrgott nicht, denn hier muss man nämlich nichts bezahlen an der Kasse, sondern da muss man sich merken, was es kostet. Und dann schmeißt man es in der Kessel. Also das geht auf Treu und Glauben. Also auf Gott vertrauen. Auf Gott vertrauen, ja. Also das finde ich jetzt super, ja, dass da kein so ein Geschäft draus gemacht wird. Und die Preise sind auch moderat, muss man wirklich sagen. Ja, kann man nichts sagen. So eine normale Kerze, 1 Euro. Ja. Also Respekt. Ja. Das fällt mir. Hast du ehrlich reingeschmissen? Ja, natürlich. Also, ich bestehle die Kirche doch nicht. So, hier sieht man jetzt die Gläubigen, die hier anstehen, um die Kerze zu verbrennen. Und da ist der Weg, wo man auf Knien zur Madonna rutscht. Auch, wie ihr sehen könnt, wieder zwei Gläubige unterwegs im oberen Bereich. Yes. So, jetzt dürfen wir rein und das machen wir jetzt so, sie, oder? Ja, klar. Gucken wir gerade nochmal rein. Thank you.
So, also wir sind wieder mal gegen den Strom geschwommen, denn wir alle raus sind, da sind wir rein. Ja, es war hier gerade Messe und ich muss sagen, ich glaube, die Kirche war grammelvoll. Also es sind jetzt Unmengen von Menschen rausgekommen, ja. Und ihr habt ja gesehen, ich habe ja den Schwenk gemacht, das ist eine wahnsinnig große Messe. Also große Kirche, meinst du? Also große Kirche, sehr, ja, viele Besucher, ja, rein. Also, mhm, ich würde mal sagen, also von Besucheranzahl her weit größer als der Kölner Dom. Keine Ahnung, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ah ja, ist irre. Also mhm, das ist ja irre. Also Fernsehen war auch da. Wahrscheinlich ist das in ganz Portugal übertragen worden. Hochinteressant, also so eine große Kirche habe ich noch nie gesehen. Das ist ja Wahnsinn, wie groß das ist. Es ist halt alles in einer Fläche. Ich meine, die andere Kirche haben da mit Mittelgang und Seitengänge und ich weiß nicht, ob da jetzt. Nein, also entschuldige, das ist eine wahnsinnig große Kirche. Ja, ja, das stimmt schon. Überleg dir das mal, wie breit die ist und wie weit die hinten aufgeht. Also, sowas habe ich noch nicht gesehen, sowas Gigantisches. Das müsst ihr euch mal anschauen. Ich schaue mal, dass ich das nur mit der 360-Grad-Kamera filmen kann. So, und da haben wir jetzt den Johannes Paul II. Mach mal, dass man überhaupt drauf hat. Ja, und ja, jetzt fällt mir das auch wieder ein. Nach dem Paul VI. Ist dann erst war der Johannes der 23., dann war der Paul VI. Und dann ist der Johannes Paul gekommen. Und der ist dann nach ein paar Monaten ermordet worden. Und dann kam der Johannes Paul II. Ich glaube, so war es. Und auf den ist das Attentat verübt worden. Und der hat gemeint, dass sein Leben der Madonna von Fatima zu verdanken ist, weil sie das vorher gesagt hat, das Papstattentat. Ja, und außerdem war das am 13. Mai und am 13. Mai ist damals anscheinend die Madonna erschienen. Die Madonna das erste Mal erschienen. Das habe ich nicht gewusst. Und deshalb ist ja auch hier am 13. jeden Monats ist hier immer ziemlich viel los und am 13. Mai natürlich am meisten. Ja. Ja, aber wir sind jetzt da am 29. Januar. Ja, genau. Und ihr habt gesehen, es ist genug los. Ja. Wir werden bald nicht mehr da sein, weil jetzt dreht man den Rückzug ran. Ja, jetzt haben wir uns ziemlich viel angeschaut. Hochinteressant, wie immer. Solche Bauten zählt ja auch übrigens zum UNESCO Weltkulturerbe. Und ja, einfach immer sehr beeindruckend, solche Bauten. Absolut. Weiter geht's. Das waren unsere Eindrücke aus Fatima. Wir bedanken uns bei euch wieder fürs Zuschauen. Unsere Reise geht weiter. Wir fahren Richtung Nazareth. Hier kann man jedes Jahr bis Februar Monsterwellen bis zu 27 Metern Höhe erwarten. Und da sind wir gespannt, wie hoch die Wellen sind, die wir antreffen werden.